Landgericht Lübeck, der 6. März 1983. Es ist der dritte Prozesstag gegen Klaus Grabowski, den mutmaßlichen Mörder der Tochter von Marianne Bachmeier. Frau Bachmeier ging kurz vor mir rein und plötzlich hörte ich das Geräusch der Schüsse und Grabowski sank fast sofort in der Anklagebank zusammen. Das heißt, der Rücken war nicht mehr zu sehen. Marianne Bachmeier gibt 8 Schüsse ab. Grabowski ist sofort tot. Vor Augen habe ich nur noch ihre Bewegung, die Hand mit dem Revolver und diese Bewegung, mit der sie den Revolver so über den Steinfußboden wegschlittern ließ. Klaus Grabowski ist als Triebtäter bereits vorbestraft. An 2 kleinen Mädchen hatte er sich vergangen. Am Tag ihres Todes geht Anna Bachmeier nicht zur Schule, bleibt zu Hause, weil ihre Mutter verschlafen hat. Grabowski sagt später aus, Anna sei am Nachmittag in seine Wohnung gekommen und habe ihn erpressen wollen. Die 8-Jährige habe gedroht zu behaupten, er habe sie berührt, wenn Grabowski ihr nicht eine Mark gäbe. Aus Angst, diesmal unschuldig in eine Anstalt zu kommen, habe er Anna schließlich erwürgt. Selbstjustiz einer Mutter. Die Tat spaltet die Öffentlichkeit. Ich habe selber einen Sohn und wenn mein Sohn auf diese bestialische Weise umgebracht würde, dann würde ich dasselbe tun wie diese Frau. Und ich stehe voll hinter dieser Frau. Ob das nun rechtens ist, dass sie ihn umgebracht hat oder nicht, aber jedenfalls kann ich die Frau voll unterstehen und ich würde es genauso machen. Jawohl. Wenn man gegen Mord ist, dann muss man generell gegen Mord sein. Und dann kann man auch nicht selbst Justiz üben, sondern dann muss man auch einen Mörder seiner gerechten Strafe zuführen. Marianne Bachmeier ist eine zerrissene Persönlichkeit. Eine alleinstehende Mutter, die mit der Erziehung ihrer 3 Töchter überfordert ist. 2 leben bereits bei Pflegeeltern und auch die jüngste, Anna, will sie weggeben. Die Kneipenwirtin arbeitet meist bis spät in die Nacht. Für Anna bleibt selten Zeit. Töten aus Schuldgefühl? Rache, weil sie ihrer Tochter nicht genug Liebe geben konnte? Aus Disziplin sage ich, das darf nicht sein. Selbstjustiz darf nicht sein. Man versteht natürlich, was in ihr vorgeht. Sie hat einen Hass ohne Ende. Da hat jemand eben nichts unternommen, um seine eigenen Triebe zu kontrollieren, sondern hat sie ausgeliebt, dann ist ein Kind zum Opfer gefallen. Das kann ich also alles nachempfinden, aber es darf der Staat trotzdem nicht zulassen. Noch vor Prozessbeginn erscheint eine Serie im Stern. Der Fall Bachmeier wird zum Medienereignis. Pressevertreter aus aller Welt verfolgen den Prozess in Lübeck. Das gewaltige öffentliche Interesse an dem Schicksal der jungen Frau setzt das Gericht unter Druck. Schließlich lässt auch die Staatsanwaltschaft die Mordanklage fallen und plädiert nur noch auf Totschlag. Aus meiner Sicht musste deutlich werden, dass Selbstjustiz in keiner Weise akzeptabel ist. Auf der anderen Seite war natürlich dem Umstand Rechnung zu tragen, dass Frau Bachmeier ihre Tochter durch ein schreckliches Verbrechen verloren hatte. Marianne Bachmeier bekommt 6 Jahre Haft. Heute weiß man, sie hat in ihrem Keller Schießübungen gemacht, bevor sie Grabowski erschoss. Von heute aus gesehen glaube ich schon, dass sie diese Tat richtig geplant hat und auch durchgeführt hat, dass das also nicht, sage ich mal, dass sie also nicht etwas demonstriert hat und dabei die Todesfolge in Kauf genommen hat, sondern sie wollte diesen Menschen töten. Nach 2,5 Jahren wird Marianne Bachmeier aus der Haft entlassen. Das öffentliche Interesse an ihr reißt nicht ab. Sie kommt nicht mehr zur Ruhe. Marianne Bachmeier stirbt 1996 an Krebs. Bestattet wird sie neben dem Grab ihrer Tochter